Herzlich willkommen, werte Zuschauer, zu einer neuen Folge Ihres Ostseemagazins. Selbstverständlich mit den besten Orten, die der Norden zu bieten hat. Die Gemeinde Koserow verbindet atemberaubende Natur mit Kultur. Die älteste Kirche der Außenküste, denkmalgeschützte Salzhütten, kleine versteckte Galerien und der Mythos der Bernsteinhexe ist nirgends so präsent wie hier. Die Herzogstadt Wolgast ist nicht nur das Tor zur Insel Usedom. Wenn Sie verwinkelte Gassen lieben, in denen Sie bei jedem Schritt jahrhundertealte Geschichte spüren, sind Sie hier genau richtig. Hallo und herzlich willkommen in Wolgast. Wolgast ist eine kleine, beschauliche Stadt, vorgelagert vor der Insel Usedom. Wir sind kein großer touristischer Hotspot, aber viele Touristen kommen von Usedom her, viele Touristen sind hier und hier gibt es einiges zu bestaunen. Lebenswert macht es in Wolgast, dass es eine, wie gesagt, kleine, beschauliche Stadt ist. Man kennt sich untereinander, man kann durch die kleinen, engen Gassen dieser mittelalterlichen Stadt wandern und kann die Seele gut Mann sein lassen.
kann Sie nur einladen, kommen Sie nach Wolgast, schauen Sie sich an, egal zu welcher Jahreszeit, es ist immer wieder schön hier am Peenestrom. Flanieren Sie, lassen Sie sich die kühle Ostseewind um die Nase wehen und lassen Sie diese romantische Stadt auf sich wirken. Die Insel Usedom ist bekannt für lange Sandstrände, weitläufige Promenaden und die schönsten Ausblicke. Aber das Eiland hat noch viel mehr zu bieten. Die Inselmühle Usedom wurde vor kurzem wiedererweckt. Im Herz der Insel Usedom, auf den Feldern zwischen Haff- und Ostseeküste, wachsen die Zutaten für unsere regionalen Produkte. Von Sanddorn über Aprikosen, Birnen, Äpfel, Johannisbeeren bis hin zu Exoten wie der Haskapbeere oder Aronia. Die Liste ist lang und wird noch länger. Und wir haben noch Mandel haben wir angebaut. Wir sind Pionier in diesem Bereich, weil niemand hat im Norden was mit Mandel zu tun gehabt. Aus der Region für die Region. Das war die Idee, als wir 2020 die Inselmühle zu neuem Leben erweckten. Am liebsten wollen wir alles selber pflanzen. Und das machen wir auch. Damit unser Fußabdruck in der Umwelt so klein wie möglich bleibt, arbeiten wir Hand in Hand mit der Natur. Wir haben diesen sehr guten Standort ausgesucht, dass das hier in Mönchow, besonders zwischen Achterwasser und Ostsee, und dass wir immer das Wärme, die Wasser gibt Wärme ab. Und das heißt, wir haben auch mal gute Bedingungen und wir haben Wind. Das ist sehr wichtig, wenn nach dem Regen, wenn Blätter schnell austrocknen. Und das ist sehr gut für den Obstbau, weil wenn das austrocknet und kann Bakterien oder Pilzkrankheiten nicht so gut gedeihen. Unsere Anbauflächen bieten mit fast 90 Hektar Platz für alles, was das Herz begehrt. In der Marmeladenmanufaktur werden die Früchte zu süßen Leckereien in ausgefallenen Sorten verarbeitet. Auch bei den Obst- und Gemüsesäften der hauseigenen Mosterei kann immer wieder etwas Neues entdeckt werden. Vielleicht finden Sie bei uns Ihre neue Lieblingssorte. Wenn ich in den Laden reingehe und dann mal gucke, da ist das frische Aprikosen oder frische Pfirsiche da steht. Und das macht mich schon stolz. Dass meine Arbeitsleistung ist gelohnt, sagen wir so. Und da, ich finde sogar, ich bin auch ganz stolz, dass es im Norden das so mitzumachen. Das ist ein super Projekt. Wir entwickeln uns ständig weiter, um die ganze Welt der Usedomer Köstlichkeiten zu Ihnen zu bringen. Da stellen wir jetzt unsere Ausgangsprodukte, die Ölsaaten, Raps, Sonnenblumenkerne, Leinsaat, Senfsaat jetzt für Senföl, alles selber her. Wie gesagt, Färberdistel ist jetzt Leindotter. Ganz ohne Wärmezufuhr und schonend, so dass keine wertvollen Vitamine und Geschmacksstoffe verloren gehen. Nur so entsteht schließlich das flüssige Inselgold. Meine persönlichen Favoriten sind so das Leindotteröl, Raps Mediterran und auch Sonnenblumen mit Zitrone und natürlich der Aprikosensenf. Ergänzt wird die umfangreiche Angebotsauswahl durch erlesene Landweine und Spirituosenspezialitäten aus unserem Weingut Schloss Rattay. Die ganze Weinsparte aus Rattay ist eigener Anbau, die Weine, die Seccos. Da kommt jetzt noch Bier dazu. Aus dem Rattayer Wein, der ist dann sozusagen auch die Grundlage und die Rattayer Fruchtweine für den Essig. Dann haben wir wirklich aus den Trauben oder Früchten wirklich alles gemacht, was irgendwie geht. Erst Saft, dann Alkohol, dann Essig. Also mehr geht nicht. Bei uns können Sie sich nicht nur auf außergewöhnliche pflanzliche Leckereien freuen. Wir haben ja unten am Haff Wasserbüffel stehen. Zum einen sind das großartige Landschaftsgärtner, die da ein bisschen verhindern, dass das Haff so zuschilft und verwächst, was es nicht soll. Und wir verkaufen dann hier unseren Bio-Wasserbüffel. Überzeugen Sie sich selbst von unserer hohen Qualität beim Stöbern in unserem Shop. Bei uns gehen garantiert alle Geschmacksnerven auf eine Erlebnistour. Mit Leidenschaft für die Umwelt, die Region und für Sie. Aber ich warne Sie, liebe Zuschauer, das Einzige, was schlimmer ist, als nicht zum Meer zu fahren, ist vom Meer wieder wegfahren zu müssen. Das sollten Sie einkalkulieren.